Kennt ihr das, wenn man eine neue Freundin hat? Wenn man mit einem... War das gedrückt? Ist ja noch 3-2. Wenn man... Man verkneift sich am Anfang immer den Furz, so, ne? Aber es gibt manchmal so, zum Beispiel, wenn man jetzt durch Zufall Zwiebelsuppendip gegessen hat und es staut sich richtig so kubikmeterweise die Luft in deinem Körper an, so, ne? Und dann gehst du morgens auf Toilette und die Toilette an sich ist ja auch wie so ein Resonanzkörper. Und du gehst da rauf und auf einmal bricht ein Sturm los und du denkst so, ich weiß ganz genau, dass sie das hört. Aber es wird nicht thematisiert. Und dann kommst du so zurück ins Schlafzimmer und du siehst so ein halb verstörtes Gesicht, was ich nicht sicher ist, ob es so tun soll, ob es noch schläft oder ob es zugeben soll, dass es wach ist. Aber so, wenn du, der eine Moment, wenn du die Barriere einfurzt zwischen den Geschlechtern. Aber das ist ein tolles, kann ich sagen, ich bin der Einzige hier am Tisch, der verheiratet ist. Bei mir wird öffentlich gefurzt in der Beziehung. Ja. Und es ist sehr befreiend, wenn man diesen Schritt... Ja, wenn man es einmal gemacht hat. Wenn die Kuh vom Tisch ist, sag ich mal, vom Eis, vom Tisch, wie auch immer. Es gibt diesen Moment, wo es okay ist. Irgendwann denkst du dir so, okay, komm, wir machen was vor. Wir teilen alles, wir haben alles miteinander schon geteilt. Also warum können wir dieses Stück Lüge nicht zu beide... Und beide würden es unterschreiben, weil beide leiden darunter, unter diesem Agreement. Und das Ding ist ja, ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr seid noch nicht an dem Punkt, wo öffentlich gefurzt wird, was bei euch wahrscheinlich auch der Fall ist, und dann ist es ja so, die Pupen sind ja trotzdem. Und ihr habt sie aber nicht erwischt. Und ihr fragt euch immer, wie machen die Frauen das? Ich sag's euch. Ist euch mal aufgefallen, dass sie sehr oft pinkeln gehen? Und ihr fragt euch immer, warum gehen Frauen eigentlich so oft pinkeln? Und ich sag euch, die gehen ja nicht so oft pinkeln. Die gehen ordentlich ab, Gase ablassen. Aber ihr müsst darauf achten, was Frauen machen, wenn sie auf Klo sind, dass sie ganz oft das Wasser laufen lassen. Oder Radio ganz laut. Ja, oder so nach dem Motto, heute Party, und ich nehme mal mein Radio mit ins Bad und höre Dance-Musik. In Wirklichkeit ist es keine, auf den Bass hin wird gefurzt. Müsst ihr mal, ist wirklich so. Es ist so, ja. Die haben musikalisch Arsch als ich im Mund. Das ist wirklich so. Ja, aber die haben halt über Jahre hinweg hast du als Frau gelernt, den Pups zu unterdrücken oder zumindest Ninja-Farts, sag ich mal. Ja? Also so, die keiner feststellen kann. Und die haben auch wirklich diese Kunst. Wir Männer, wir pupsen ja auch mit so einem gewissen Stolz. Wir versuchen, dass es ja möglichst einen Bass hat, ja, dass da vielleicht eine gewisse Vibration mitkommt oder so, dass es vielleicht auch über eine gewisse Dauer man was hat oder so, ja. Ist denn ein neuer Songtext zu einfällt? Ja, oder du bewertest es ja auch irgendwie immer so und jeder hat so seine Art im Prozess des Lebens gelernt zu perfektionieren und deshalb Frauen sind die Meister in Ninja-Fürzen und deshalb glaube ich, dass meine Theorie ist, dass sie gar nicht so oft Pipi machen müssen, sondern eben die Situation nutzen. Das wäre ein gutes Ding für das letzte Thema. Was würdest du halt als Frau rausfinden, was da passiert? Wie das geht. Ne? Wie das geht, ja. Wie das geht. Das kannst du kriegst du dann das Handbuch mit. Nicht in die Hände von Männern. Genau, das wäre wieder was, wo du ein Buch schreiben könntest. Gut, vorbei.